Hey und ganz herzlich willkommen zum zweiten Part des Let's Plays der Familie Granger. Im ersten Part haben wir die Familie erstellt, die Großeltern Liz und Peter und die Enkeltochter Valerie. Ja, jetzt sind wir hier an dem Punkt angelangt, wo es um die Bleibe geht. Und da haben wir ja auch dieses wunderschöne Grundstück hier schon gekauft gehabt und haben jetzt noch 22.500 Simoleons drüber. Das Ganze wird aber, denke ich, nicht reichen, um ein ganzes Haus bauen zu können, inklusive Garten und Einrichtung. Deswegen habe ich mir überlegt, wäre es doch eigentlich eine total schöne Geste und Valerie wäre total überrascht, wenn ihre Großeltern jetzt auf ein Haus gespart haben, ja, was sie ihr dann vererben werden, damit sie später dort selbst allein mit ihren Kindern oder mit ihrem Mann, wie auch immer, wohnen kann. Und das Ganze zeige ich euch dann gleich in einem Speedbild. Ich werde mich danach nochmal zurückmelden und hoffe, dass es euch gefallen wird. Ich habe schon so eine grobe Idee im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich es auch so umsetzen werde. Ich werde auf jeden Fall die Cheats benutzen, also BB Move Objects werde ich auf jeden Fall benutzen und halt auch einen kleinen Geldcheat oder einen großen Geldcheat. Wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn das Haus fertig ist. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Das war also das Speedbild zum Haus der Familie Granger. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie es mir gefällt. Ich bin nicht 100% mit dem Garten zufrieden, aber das werden wir mit der Zeit dann noch machen. Aber ansonsten bin ich mega zufrieden, mega happy und freue mich total darauf, endlich mit dem Let's Play beginnen zu können, endlich mit der Familie spielen zu können. Und dann würde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich mega freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke aktivierst, um keine Videos mehr zu verpassen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Haus findest und eventuell auch, was so deine Idee ist, wie ich mir das Let's Play gedacht habe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon im nächsten Part wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt bitte, bitte gesund und ciao!